Wirbt die Tourismusseite von Sylt für Westerland. Auch Nightlife-Angebote sollen das Urlauberherz höher schlagen lassen. Wobei die Marketingstrategen beim Texten wahrscheinlich nicht unbedingt ein Bordell in der Innenstadt vor Augen hatten. Und auch die Gemeinde und viele Anwohner haben an so etwas überhaupt kein Interesse. Vor 2 Jahren kämpften sie erfolgreich gegen den Bau eines Edelbordells. Und jetzt erregt schon wieder ein Etablissement die Gemüter. In Bad Segeberg wollen die Freizeitreiter vor allen Dingen Spaß haben, aber trotzdem auch zeigen, was sie können. Es geht weniger um große Auszeichnungen, sondern vor allem darum, dass Pferd und Reiter harmonisch miteinander arbeiten. In der Lübecker Innenstadt waren heute viele Menschen mit bunten Fähnchen, Luftballons und Kostümen unterwegs. So fröhlich das auch aussieht, der Hintergrund ist ernst und politisch. Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle wollen nicht einfach nur toleriert, sondern akzeptiert werden. Dafür haben sie heute beim 15. Lübecker Christopher Street Day demonstriert.